Verehrter Präsident, vielleicht seid ihr in Eile, doch leset diese Zeile, mit der mein Brief beginnt. Mir werden dargebracht die Militärpapiere, dass in den Krieg marschiere, ich noch vor Mittwochnacht. Herr Präsident, ich bin gewiss nicht Mensch geworden, um Menschen zu ermorden, das macht doch keinen Sinn. Ich will nicht provozieren, wenn ich ganz offen sage, der Krieg kommt nicht in Frage, ich werde desertieren. All meine Brüder sind gerannt in ihr Verderben, ich sah den Vater sterben, es weinte auch mein Kind. Meine Mutter trug so schwer, sie ist mit ihren Sorgen im Krieg verrückt geworden, nun leidet sie nicht mehr. Als ich gefangen war, sind sie ins Haus gekommen und haben mir genommen, die meine Liebe war. Früh, wenn die Hähne krähen, will ich mein Bündel schnüren, ein neues Leben führen und auf die Straße gehen. Dann zieh ich ohne Ruf vom Norden in den Osten, vom Süden in den Westen und schrei den Leuten zu. Verweigert den Befehl, kämpft nicht in ihren Kriegen, glaubt niemals ihren Lügen, der Frieden wär ihr Ziel. Ihr schwört im Parlament, man müsse Blut vergießen, so lasset eures fließen, verehrter Präsident. Jagt ihr die Polizei mir nach, so lasst sie grüßen, sie könne auf mich schießen, weil ich gefährlich sei.